Warum ich mit Marco Bargatze telefoniert habe, weiss ich nicht mehr. Es hat mir irgendjemand hat mir das gesagt. Leute, doch mal in Chur an, weil ich eine Möglichkeit gebraucht habe, zum trainieren, weil ich auf ein Visum gewartet habe für eine Universität in Kanada. Das war mein grosser Traum damals. Und dann bin ich mit ihm im Gespräch und dann habe ich gesagt, du, wann haben wir das nächste Mal Zeit oder wann kann ich kommen? Er so, ja, wir haben heute das nächste Training. Ich so, ja, also, komme ich vorbei. Und ich glaube, das nächste Training drauf habe ich unterschrieben gehabt. Also spontan geht es nicht. Ja, wir sind vor einer eigentlich vor einer Entscheidung gestanden, ob wir weitermachen oder nicht. Und wir haben alle, ohne Diskussion, haben wir alle weitergemacht. Und das war so wirklich die Grundlage gewesen, ja, das Commitment von uns allen, dass wir sagen, komm, jetzt ziehen wir durch. Und schlussendlich war es auch die Saison, in der wir extrem erfolgreich waren, mit dem Auf und Ab, aber das ist wirklich extrem gewesen, wie man dort zusammengehalten hat, abgesehen von dem ganzen Rest, der uns irgendwo also eben die ganze finanzielle Lage, das haben wir einfach irgendwo abgestellt. Es ist eine Mannschaft gewesen, wo so viele lustige Geschichten mit sich bringt, wo ich allein aus einer Saison, ich würde es nicht schaffen, in einem ganzen Tag so viele lustige Geschichten wiederzugeben, wie wir sie bei uns in der Garderobe hatten. Und das war aber auch der Grund, warum wir so erfolgreich waren, wie wir waren, weil wir einfach wirklich so ein Team waren und so viel Spass miteinander hatten, jeder seinen Charakter hat, jeder seine Witze gebracht hat, und unser Team einfach so speziell und einzigartig gemacht. Also wir waren wirklich Mongos von Chur. Das war aber einfach wirklich unser Erfolgsfaktor, der uns so weit gebracht hat. Wir haben einfach unser Können gezeigt, von der ersten Sekunde an. Und ich glaube, so wie wir jeder seine Position eigentlich ausgespielt hat, wenn er hat müssen, auf seinem besten Niveau, wo er hat können, hat auch eine Mannschaft wie Dübi einfach Mühe. Das war schon krass gewesen. Also auch mit den Fans. Ich komme nochmal zurück auf Fans. So etwas habe ich noch nie erlebt in der ersten Liga. Und das ist etwas, wo einfach genau der Sport, den wir ausüben, genau die Mannschaft, die wir drin sind, das macht es einfach speziell. Die lustigste Erinnerung, die ich habe an das Ganze, ist, dass wir, und ich meine, wir reden immer noch von mehr als Chur oder von Chur, von der Stadt, dass wir, und ich glaube, korrigiere mich, nach dem Spiel, das wir gewonnen haben in Dübendorf, beim Röbi noch extra Bar geöffnet haben und eine rammelvolle Bude hatten, die gefeiert hat, dass wir ins Finale gekommen sind. Und auch das ist für mich so ein markanter Zeitpunkt, wo ich eigentlich gefunden habe, hey, das ist einfach der HC Chur, das ist so dermaßen speziell, dass so viele Leute sich dem Ganzen so verbunden fühlen und das einfach so wichtig ist für so viele Menschen, dass wir gewonnen haben, dass wir ein Wunder von Dübendorf geschafft haben, in so einer saukomischen Halle, die auf 45 Grad auf nur eine Tribüne hat und wir mit einer vollen Fantruppe und voller Energie da so dermaßen viel geschafft haben. Das werde ich für mein Leben lang behalten. Ja. Also vor dem Spiel weiss ich noch, ja, sie sind dann zu mir gekommen, ins Geschäft auch, in Zürich. Und das ist jetzt für mich ja ein riesiges Erlebnis, nicht unbedingt. Ich meine, ich bin ja ständig von EHC-Fans immer wieder interviewt worden, also die Routine hatte ich. Aber also das Spiel an und für sich war etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Und wenn ich ein Highlight müsste nennen, dann war es definitiv der Match gegen den ZSC. Ja. Also das ist ganz eindrücklich. Ich war verletzt.
nach langer Zeit habe ich mich wieder mal richtig verletzt, an der Syndesmose, damals am Knöchel. Bin zurückgekommen, kurz vor der Playoff, ganz kurz vor der Playoff, und habe irgendwo aus der Nervöse aus, ich kann es gar nicht mehr sagen, habe ich meine Schlittschuhe vergessen. Vor dem ersten Playoff-Spiel. Und Tobi hat mir seine Schlittschuhe gegeben. Hat mit den Spielerschlittschuhen müssen das Einlaufen bestreiten, mit höchst Schmerzen, weil das einfach gar nicht geht als Goalie. Und ich habe schlussendlich mit dem Tobi seinen Schlittschuhen habe ich den ersten Match gespielt, den wir gewonnen haben. Aber ja, das war die Top-Vergabe von Tobi gewesen, und das war für mich irgendwo ja, ein markanter Zeitpunkt gewesen, wo ich einfach gefunden habe, du bist so ein dermassen geiler Sieg, und das rechne ich dafür immer hoch an. Dann haben wir eine sehr dominante Playoff gegen den EAC Arosa gespielt. Dann sind wir ins Halbfinale gekommen gegen Biasca. Ja. Was dann so geschneit hat. Wir sind 2-1 voraus gsi, Best of 5. Hätte das Spiel am Samstag gehabt, das ist abgesagt worden wegen zu viel Schneefall. Also sie sind dann einfach nicht gekommen. Und dann haben wir es am Sonntag müssen anspielen und haben verloren. Dann ist 2-2 geworden und dann haben sie irgendwo das Momentum wieder gewonnen und haben uns dort dann rausgeknallt. Das war lustigerweise die Saison, die wir gemeint haben, das wird der ganze Grosse. Leider im Halbfinale rausgeht, ja, stimmt. Ich denke, so wie wir damals aufgestellt waren, auch mit dem Jahr 14-15, wo wir das ganze Selbstvertrauen gewonnen haben. Playoff ist immer auch etwas von Selbstvertrauen. Der EHC Chur hat das früher immer so, oder wir mit dem EHC Chur, sagen wir es wirklich so, haben das so ein bisschen gekannt aus dem Viertelfinale, dann sind wir ins Halbfinale gekommen, dann sind wir ins Finale gekommen. Das hat den extremen Schwung gegeben. Und auch die ganze Saison haben wir wirklich auch das, mit dem Selbstvertrauen gespielt, dass wir wirklich vorne dabei sind. Dementsprechend ist, dass wir im Halbfinale rausgefallen sind, umso schwieriger gewesen. Auch mega umkämpft. Dann hat es noch das Battle gegen den Bucher. Den haben auch irgendwie alle nicht wirklich mögen, von Wetziken. Ist ein ganz cooler Typ übrigens, aber er hat natürlich gewusst, wie man provoziert, wie der Steven Wittmer auch. Und hat das relativ gut geschafft. Der war sehr präsent dort in dieser Huren-Serie. Und es war eine sehr dreckige Serie gewesen auch. Von beiden Seiten aber. Also das war dann auch noch ein Punkt gewesen, dass einige uns dann verlassen haben. Auch aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Rücktritt und so weiter und so fort. Das sieht man ja auch jetzt, dass der Schritt von der jetzigen Erstliga-Club doch noch extrem hoch ist. Also das Niveau, das wir jetzt spielen, ist ganz klar anders, als wir in der Erstliga hatten. Das hat bei vielen, die damals dabei waren, auch nochmal einen Schritt gebraucht, um wieder irgendwo vorwärts zu gehen, damit man mit dem Ganzen mithalten kann. Über die ganzen Jahre, die ich jetzt gespielt habe, ist natürlich das Niveau, wenn man über die Erstliga schwätzt, ist ganz anders, als dass ich damals mit 18 noch in die Erstliga gekommen bin. Und, aber eben, wenn man von ambitioniertem Hockey schwätzt, ist natürlich die MySports League absolut das Einzige gewesen, wo man sich vorstellen konnte, vor allem als EHC Chur, wo sehr konkurrenzfähig ist, auch aus dem finanziellen oder im ganzen Umfeld her. Dementsprechend absolut die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Was war das wegen dem Qualitätsmerkmal? Der Zützi, der keine andere Alternative gefunden hat, ist einfach da geblieben. Bei welchem Verteidigungsball zitterst du am meisten, wenn du den jetzt muss ich vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Vielleicht darfst du auch keinen Namen nennen, aber irgendwie Hinweis, Nummer. Ja. Grundsätzlich kein Kommentar zu dir. Ich kann es nicht machen. Drüben war es gleich alt wie ich, wir waren ja zusammen. Wir sind wirklich die ältesten zwei. Musst du mal schreiben, du.
Ja, wir haben schon... Hast du die Kamera abgeschaltet? Ja, gut. Also, nehmen wir mal den Toto, das ist... Tosio hat 60 Schüsse gehalten, noch nie Bier bezahlt, aber als Torwart war es nicht gut. Hat nie bezahlt ein Bier? Aber ich glaube, dass man mich überhaupt mit einem Toto irgendwo ins gleiche Maul nimmt, das finde ich absolut nicht richtig. Also sorry, da müssen wir jetzt einfach ehrlich sein. Meine Ehrfurcht vor dem lieben Herr vom Golfplatz in Domadems ist mir einfach wirklich ein bisschen zu gross. Aber ja, also tatsächlich schön, dass ich irgendwo dort in dieser Range bin. Das ist cool. Der Lele ist ein Bündner mit einem komischen Zützi-Akzent, wo kein Mensch mehr entziffern kann. Aber ja, wahrscheinlich. Ja, der Bündner wird wahrscheinlich den Lele gleich noch als Zützi sehen. Ja. Das Lustigste dort war, dass wir das wirklich mental als unsere Playoff genommen haben. Aber einfach unsere Special Playoffs 2019. Dort habe ich auch aufgrund meinem Job her, da habe ich auch so Liebling gestaltet und so weiter. Geht jetzt nicht um das, sondern einfach, dass wir als Mannschaft wirklich das Mindset hatten, dass wir jetzt unsere Playoff haben. Weil jedes einzelne Spiel, das wir hatten, tatsächlich darum gegangen ist, ob wir oben bleiben oder nicht. Und schlussendlich hat das tatsächlich dazu geführt, dass im allerletzten Spiel gegen Seewe wow, sogar in der Verlängerung unser Sibi noch das entscheidende Goal geschossen hat. Ja, spezielle Geschichte, wenn man überlegt, dass das sogar hätte dazu führen können, dass wir vielleicht die erste Liga gespielt hätten, beim 20. Wir haben schon in der Saison vorher sehr viel richtig gemacht, haben aber sehr eine sehr junge Mannschaft gehabt. Und im Jahr darauf sind sehr viele Spieler auch geblieben, die das Ganze miterlebt haben. Und wie auch, und das ist also sehr ein positives Lob an ganz viele Spieler da drin, die einfach wirklich einen Schritt vorwärts gemacht haben, die das Ganze zum Kehren gebracht hat. Weil genauso das Goal im letzten Moment, wo wir dann noch neu bekommen haben, teilweise auch noch mit mir und so weiter und so fort, das haben wir dann eben können heben oder haben eben vielleicht noch mal ein anderes Goal geschossen. Also wir haben das Momentum auf unsere Seite gerissen. Und das ist teilweise eine Erfahrung, die man braucht. Also viele Elite-Anspieler, die gerade rausgekommen sind, die vielleicht im ersten Jahr ein bisschen überfordert waren mit dieser Situation, aber im zweiten Jahr sehr gut mit denen können umgehen. Und ja, schlussendlich, leider Gottes, hat Lies noch den grösseren Lauf gehabt als mir. Weil ich finde, dass wir doch absolut verdient in der Playoff gewesen sind. Weil wir wirklich eine ganz coole Leistung gebracht haben als Team. Wir sind nicht unbedingt das Talentierteste gewesen, ganz sicher nicht, aber das Herz absolut gestummt und die Jungs haben alle miteinander, oder wir haben zusammengehalten. Und das ist ein ganz positiver Faktor gewesen, der leider ein bisschen ja, verloren gegangen ist durch die relativ klare Niederlage eigentlich in den Playoff, obwohl es für mich absolut nicht so klar war, wie wir dort verloren haben. Das ist einfach sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist sogar fast unmöglich, weil alle Mannschaften so dermaßen drunter und drüber gegangen sind. Ich meine, weißt, teilweise haben wir Match gewonnen, teilweise Match verloren aufgrund von Situationen, weil irgendwie die andere Mannschaft nur einmal trainiert hat oder wir nur einmal dann auf dem Eis waren und so weiter und so fort. Ich glaube, Saison 2020-2021 kann man komplett streichen, weil das wirklich aussagekräftig null Relevanz hat, weil so viele Faktoren mitgespielt haben, die nicht unbedingt damit oder mitgespielt haben, wie gut die Mannschaft zusammen ist, sondern wie aktuell an dem Zeitpunkt die Mannschaft gerade am besten aufgestellt ist. Und das, klar, es ist ein Sport und es ist eine Momentaufnahme, das ist immer so, aber
Nichtsdestotrotz, also das hat für mich wenig zu sagen, was auch mit der gleichen Mannschaft, wenn sie so zusammenbleibt, kannst du erreichen auch für nächstes Jahr. Also darum 2021, Aussage unkräftig. Ich glaube, ich bin in einer Situation, wie viele andere oder die meisten anderen nicht gewesen sind. Ich habe tatsächlich mehrere Monate ohne Hockey müssen oder dürfen leben. Und aufgrund von dem habe ich auch genug Zeit gehabt, mich mit dem Gedanken dürfen zu befassen. Und kann heute sagen, dass, falls es tatsächlich das letzte Spiel sollte gewesen sein, dass das für mich absolut passt. Es war eine super coole Zeit gewesen. Ich habe jeden Teil oder jede Minute davon genossen. Habe auch die Zeit diese Saison genossen. Und dementsprechend, was willst du mehr? Ich habe nicht nur für den HC Chur gespielt, ich habe auch wirklich eine Liebe für den Verein aufgebaut. Mit euren Jungs, die alle da sind, die ganzen Fans, die jetzt da sind. Ich nutze die Chance wirklich gerade, um meinen Dank an alle auszusprechen, die jetzt hier auch werden, den Video schauen, in einer Art und Weise, weil es einfach tatsächlich eine super mega coole Zeit war. Lelelelelele, breite Schultern, geiler Sieg. Unser Rücken gerade. Sehr, sehr ein guter Goalie. Und ist enorm wichtig für unsere Mannschaft. Sarki ist unglaublich für mich. Klar der beste Goalie in der ersten Liga. Sehr ein guter Goalie. Ein Weltklasse-Goalie. Hebt einfach alles. Typischer Zürcher. Sehr muskulös. Grosse Schnorre. Ein flotter Typ, aber ja. Der Lele war sicher ein typischer Zizi. Und hat sich in den tatsächlichen 9 Jahren im Bündnerland entwickelt. Wenn ich jetzt mit meinem Zizi-Akzent würde sagen, dass ich ein Bündner geworden bin, würde ich glaube sehr viel rebellieren, die jetzt das Video zuschauen würden. Aber ich darf mit gutem Gewissen sagen, dass Graubünden mein Zuhause ist, also vor allem Chur mein Zuhause ist. Und ich so schnell, egal ob das Hockey da ist oder nicht, nicht mehr von hier weg will.